Ich grüße euch, Freunde. Hier sind wir wieder bei Call of Duty und dieses Mal die Geheimdaten, die uns natürlich noch fehlen, in Verlassener und die Dreie, die wir eigentlich so bekommen, in Ansturmmodus. Ihr seht, ich habe jetzt schon wieder alle erstmal gesammelt. Viele sind im Easter Egg, manche aber auch so zu finden. Die zeige ich euch. Also, hier sind wir. Wir fangen natürlich da an, wo wir lang gehen. Von Anfang bis zum Ende erstmal die sammelbaren. Alle, die wir sammeln können, auf dem Weg zum Kontrollraum und die Absperrung abschalten können. Ich habe die so versucht, erst in der Reihenfolge so zu machen, dass ihr die nacheinander gleich alle finden könnt. Dieses Mal haben sie sehr viele reingenommen von den Bossen, die sie fallen lassen. Also ihr müsst wirklich die Spiele öfters starten, um von den Bossen die Geheimdaten zu kriegen. Dieses Mal haben sie aber auch leider keine reingenommen. Wie beim Herausforderungsterminal, wenn die Geheimdaten kommen, habe ich dieses Mal nicht drinne, da es irgendwie nicht funktioniert hat oder sagen wir mal nicht da ist bei denen. Also nur die Bossen lassen was fallen und natürlich das Haupt-Easter Egg, dazu kommen wir aber auch noch. Und es gibt noch ein paar Geheimdaten, die ihr nur sammeln könnt, wenn ihr bestimmte Abschnitte im Haupt-Easter Egg gemacht habt. Dazu werde ich aber nochmal eher eingehen. So, das wäre hier erstmal mit das Letzte, was wir hier fast finden. Also kurz vorher. Dann haben wir natürlich, wenn wir drinnen waren, können wir hier rein. Und hier unter dem Tisch ist noch eine. Oder an dem Tisch. Natürlich dann hier bei Jim's Donut, die ist bisschen, naja, schwerer zu finden. Gegenüber Jim's Donut ist nämlich dieser Pizzaladen. Da oben hängt auch noch eine. So, die haben wir auch. So. Natürlich jetzt das hier drinnen beim Headshot-Daiquiri haben wir auch noch eins. Natürlich kommen wir jetzt dazu, wo wir, was ich schon gesagt habe, was wir in der Hauptstory schon ein bisschen weiter sein müssen. Wir sind mit diesem kleinen Ether-Auto gefahren, haben den Fernseher rausgeholt und dann taucht diese Geheimdate hier nämlich auf. Die finden wir nur, wenn wir schon das Ether-Auto und diesen Fernseher holen. Und dann können wir das freischalten. Dieses kleine Gerät hier kriegen wir erst, wenn wir die Axt freigespielt haben. Dann fällt nämlich das hier raus, die wir finden können. Wenn wir das zerstört haben, taucht hier oben in der Ecke auch noch wieder ein Geheimdate auf. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Kristallen und alles, was wir sammeln können. Nämlich die wir zu der Wunderwaffe brauchen. Dann noch zählt das hier dazu, dieses Teil, was 5 Runden später dann auch aufkreuzt, wo wir die ganzen Gegner besiegen müssen. Das heißt dann, ja, so. Und natürlich das Kristallherz, was wir bekommen, wenn wir den Flammenzombie oder den Pyrozombie mit dem Flammenwerfer zerstören. Dann natürlich die Kristallaxt an sich ist nämlich auch eine. Kristalle hier nämlich zerstören. Dieses Ding, was in der Mitte ist, ist auch ein Artefakt. Dann noch das, wenn wir das Ding ins Maul von der Abscheulichkeit werfen, haben wir auch noch diesen Kristall hier. Das ist nämlich auch nur einer. Oder ein Artefakt. Dann kommen wir natürlich dazu, bis wir das Ding bauen, das hier am Anfang, wenn die Abscheulichkeit gegen die Wand rennt, wenn wir diese Mission hier beendet haben, an den Haupt. Na, Generator, was es ist, haben wir nämlich auch noch ein Teil. Und natürlich, wenn wir mit dem Ether-Auto gefahren sind, was wir schon vorhin hatten, wegen der einen Geheimdate, kriegen wir natürlich diesen Monitor hier. So, der heißt Überwachungsgerät. Das ist nämlich auch noch eine. Und dabei könnt ihr gleich die Geheimdate daneben aufsammeln. Dann natürlich, wenn wir alles, das ganze Kram zusammensetzen. Haben wir nämlich auch noch eins. So, das war's mit den hier sammelbaren. Jetzt kommt natürlich alles, was die Gegner fallen. Bei jedem Gegner kann es sein, dass ihr natürlich eine Geheimdate findet. Jeder Gegner lässt einmal fallen. Es wird ein Teil pro Runde fallen gelassen. Also ihr müsst dann wirklich jedes Mal neu starten, einen Gegner besiegen und dann bekommt ihr das. Hier natürlich jeder.
Elite-Gegner lässt natürlich was fallen. Es sei Mimiker, seien's die Stürme oder andere. Die lassen natürlich sehr viel Krimskrams fallen, aber immer, wie gesagt, nur in einer neuen Runde. Und natürlich im Ansturmmodus auf der neuen Karte gibt es nochmal drei exklusive Inhalte. Diese müsst ihr natürlich auch wieder mal dreimal spielen, wenn ihr diese bekommen wollt. Also ein Elite-Gegner besiegen und der lässt sie fallen. Aber auch wieder pro Runde einen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.